Hier sind wieder die Mustangs und wir haben hier ein erstes Video auf unserem Kanal. Und zwar, das wird eine Folge World of Tanks sein, ja. Wir spielen hier eben hoffentlich mit den Stufe 8 Panzern. Also ich habe hier den 112 und was hast du denn? Ich nehme die IS-6. Okay. Und ich denke, auf unserem gemeinsamen Account werden wir auch noch Let's Plays mit World of Warships machen und vielleicht auch noch mit World of Warplanes. Ja, da kann ich nur zustimmen. So, World of Warships machen wir dann, wenn du dir bessere Panzer hast, Schiffe hast in dem Fall. Ja, ich hol mir noch Premium-Schiffe, dann klappt's ja. Ja, ich würde sagen, erstes Gefecht wird gestartet. Los. Dann laden wir das immer so gemeinsam hoch, also einer macht dann eine Aufnahme, dann lädt der halt aus seiner Perspektive hoch und dann macht der andere und dann machen wir es immer so abwechselnd. Hast du gerade pausiert? Nein. Dann laden wir das noch nicht hoch. Wieso? Oder war das die Erklärung? Ah ja. Was hast du denn gedacht? Dass du das jetzt zu mir als Info sagst. Das sollen doch die Zuschauer auch kennen. Ja gut. Also, 54%ige Chance, dass wir gewinnen. Schick mir doch mal einen Link von dem Modpack. Du hast noch 9.9, oder? Ja. Dann drück mal Tab. Tab. Ist nichts da. Ich glaube, das ist jetzt 9.9.1, oder? Ne, 9.10. Ja, ich habe noch 9.9. Ja gut, warte, dann schicke ich dir mal später. Legen wir los! 10. Alles klar. So, was man generell über die Panzer hier sagen kann, also ja, der 112 und die IS-6, die haben das gleiche Geschütz. Also die sind identisch. Aber der 112, der hat eine bessere Frontwandpanzerung und eine bessere Frontturmpanzerung. Jedoch an den Seiten und das Heck nicht, da ist die IS-6 besser. Bei der IS-6 ist halt gesagt, wenn man weiß, wie man sich anwinken muss, ist es da auch schwer durchzukommen. Genau. Und das hatte ich schon sehr oft, dass die dann die ganze Zeit bei mir abgeprallt sind, weil ich dann einfach die ganze Zeit entsprechend angewinkelt war. Ah ja. Ja, also wenn man wirklich sich mit einem Panzer richtig gut auskennt, dann wird schon schwer. Es ist kein Problem, sich so hinzustellen, dass die Gegner abprallen. Genau. So, also hier ein ganz normales Gefecht für Karelien. Entweder wird er angegriffen oder verteidigt. Ich habe es noch nie gehabt, dass es so ein Standardgefecht war. Deswegen. Es ist kein Standardgefecht, es ist Verteidigung. Ah ja, aber ich hatte es ja noch nie, dass wir ein Standardgefecht drauf hatten. Ja, doch, das gibt's schon öfters. Das gab's schon öfters. Echt? Schon öfters, ja. Ich noch nicht. Egal, also. Wir müssen hier verteidigen, aber klassisch, wie ich hier immer mit ein paar Teamkameraden auf die obere Flanke. Und versucht dann hier das Gebiet zu sichern. Die heizen ordentlich rein. Ein oder die Gegner? Wer ist abgeprallt? Wir. Aber ich bin gerade abgeprallt. Yay. Type 61, was ist denn das für ein Panzer? Hab ich auch noch nie gesehen. Premium-Panzer von den Japanern. Ja, okay. Oder was zum Beispiel auch noch ein Unterschied zwischen der IS-6 und dem 112 ist, der 112, der verschießt Heat, also zusätzlich noch Heat, und die IS-6 Panzer brechen. Also diese Premium-Panzer brechen, ja. Verständlich, ne? Ja. So, 3-4. Wir liegen hin. Müssen wir aufholen. Ja, bei mir sind halt schon zwei draufgegangen. Ich werde wahrscheinlich auch bald sterben. Ja, zieh dich lieber zurück. Ja, mach ich's grad. Zieh dich lieber zurück. Und abgeprallt, und abgeprallt. Sehr schön. So, jetzt habe ich eine schöne Position.
Für T34 wäre die besser, wenn man nur den Turm sieht. Aber egal. Oh, das ist ein Graf für 13. Oh, hallo Is. Ich schieße dir gleich in den Arsch. Moment, warten. Ah, ich weiß nicht, ob ich den dem Damage gemacht habe. Hoffe ich mal. Ja, also als kurze Info am Rand, wir sind jetzt nicht so die Pro-Spieler da drin. Also wir sind keine Tryharder oder sowas. Wir spielen einfach nur, weil es Spaß macht. Ja, und dass man auch noch zu dem Spiel sagen muss, bei manchen ist es ja so, dass man Kills-Punkte bekommt oder so. Es ist ja nicht so hier Schild der Schaden, den man macht. Feuererlaubnis erteilt! Ich sehe sie nicht mehr! Genau. Also ihr müsst euch keine Gedanken über Kill-Klaue machen. Hier erzählt eben, ja, das. Ihr bekommt eben entsprechend Geld, beziehungsweise eben die Credits, auf wie viel Damage ihr gemacht habt. Ja. Ganz einfaches Prinzip. Hallo. Der ging nicht durch. Beide abgeprallt. Nein. Ziel erfasst. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Oh, Mist, Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Munitionstreffer. Zum Glück ging's nicht hoch. Komm schon, schieß. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, ich sterbe jetzt. Ich sehe sie nicht mehr. Oder? Ja. Fahrzeug zerstört. Boah, ist der KV-13 schlecht, der prallt ja beim Turm an der Seite ab. Ja, warte, ich switch mal zu dir. Ah, hier bist du. So. Ja, gut, das gewinnen wir. Ja, da schießt wahrscheinlich der MT-25 auf mich. Der prallt nämlich die ganze Zeit ab. Ja, was sag ich? Oh ja, okay. Was ich noch sagen muss, so zielen ist immer besser als automatische Zielerfassung. Ja, genau. Das mache ich nämlich oft. Ich mache ohne dieses normale, ohne das so zielen. So, mein erster Kill. Yay! Ja gut, leben ja auch nicht mehr viele vom Gegnerteam. Nur noch zwei. Ah ja. Aber die haben wahrscheinlich kaum noch Leben. Ja, der Conway hat nur noch 3 von 1500. Ja, Platz 0. Der Type, ja, okay, der Type hat noch relativ okay, der Leben. Ah, haben's. Die Map haben es jetzt, glaube ich, umgeändert, weil früher konnte man hier ja nicht hochfahren. Ja, also die haben das auch grafisch umgeändert. Ja. Es ist jetzt neues Update rausgekommen und da werden dann öfters mal Panzer überarbeitet oder eben auch in dem Fall Maps. Ja. Oh. So, zweite Klasse. Speer. Speer, bombensicher. Nerven aus Stahl, Stahlwand und Spartaner. Nice. Überlegenheitsabzeichen dritter Klasse. Ich habe 29.622 erhalten und gesamt 14.577 bekommen. Ich habe 44.000 erhalten und 25.000 plus gemacht. Nicht schlecht. Ja. Mit Prämie hätte ich 47.000 plus gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, noch ein Gefecht für heute, oder? Ja, ich denke, ich nehme diesmal mal einen T-34. Das ist mein anderer Prämie-Panzer. Ja. Dass man den dann auch kennenlernt. Ah ja. Beim T-34 ist halt so eine Sache, man braucht eine Position, wo man nur den Turm sieht, weil die Wand von dem, da kommt man mit einem 5er durch, weil die einfach nur verdammt weich ist. Beim Turm prallt manchmal auch der Jagdpanzer ja in 100 ab, hatte ich schon dreimal in Folge. Aber man kommt beim Turm relativ schwer durch, ja. In der Wand aber sehr, sehr leicht. Ja, also auf der Seite. Es ist scheiße schwer hier was zu finden. Ja, also was man sagen muss, ich demonstriere es jetzt mal an meiner S6, weil die hat eine sehr ähnliche Wanne.
Auf der oberen Wandplatte ist schon schwierig durchzukommen. Bei der unteren Wandplatte ist beim T-34 sehr, sehr leicht. Aber generell bei allen Panzern ist die untere Wandplatte am schwächsten gepanzert in der Front. Ja, aber beim T-34, die Form mit der ES-6-Wanne ist vielleicht ein bisschen identisch. Aber die Bahnpanzerung ist beim T-34 trotzdem schlechter als bei der IS-6. Ja, ich wollte es nur demonstrieren. Nicht, dass man jetzt denkt, okay, die Wanne vom T-34 ist genauso wie die von der IS-6. Nein, das darf man überhaupt nicht denken. Ja. Das darf man überhaupt nicht denken. Weil das ist dann ein großer, großer Fehler. Ja. Wenn man dann mit dem T-34, wenn man sich den kauft, das sind beides Premierpanzer. Und dann mit dem Spiel, wo man wirklich denkt, da ist dieselbe Panzerung wie die IS-6 und man dann versucht sich anzuwinkeln, dann ist man trotzdem am Arsch. Weil da kommt man trotzdem durch. Egal wie man sich anwinkelt, habe ich schon alles probiert. Genau. Übrigens, der T-34 hat von allen 8er Premium-Panzer die beste Gun. Also muss man sich auch überlegen. Ich glaube, der hat sogar eine der besten, die zweitbeste Turmpanzerung im kompletten Game oder die beste. Ich weiß nicht, also die vordere Platte, ja, weil da hast du ja 279 mm. Ja, das ist schon recht heftig. Ja. Oh scheiße, T95, oh nee. Ja, komm, das backen wir. Ach was. Wir sind bewegungsunfähig! Weil der Gap ist kaputt, vielleicht schlecht. Versteckt mich mal in der Wanne. Wir können uns kaum bewegen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben die Kette repariert. Fahr los! Ja, ich muss wieder zurück. Oh, von rechts kommt ein Pershing. Ja, gut, der kann uns nicht treffen, auch gut. Yeah, Mann. Ich glaube, der kann treffen, dein Haushalt ist noch. Der ging voll durch ihre Panzerung. T95, der ist übelst langsam. Aber hat auch eine richtig fette Panzerung. Ja, da kannst du normalerweise nicht durch. Ja, in der Front zumindest. In der Front kannst du drauf schießen, was du willst, da kommst du nicht durch. Aber Wanne ist halt. Ah ja. Was war denn? Oh, da hat sich gedreht. Ja, da hat sich gedreht. Und zwar genau da, wo ich schießen wollte. Ja. Und da wachst du dich mit einem Schuss raus. Ja, yep, ich hab's erfahren. Auf die unschöne Art. Ja, der kommt. Ja, der hat eine 15 cm drauf. Mann, ja. Kann man nicht viel erwarten. Und oftmals gibt's ja auch Streitereien bezüglich welchen Jagdpanzer man nehmen soll. Zum Beispiel bei den Deutschen ist es ja so, man kann ja die Wahl treffen zwischen dem Jagdpanzer 2 und dem Ferdinand. Ja. Aber ich finde, es sind eigentlich beide relativ gleich gut. Ich finde den Ferdinand besser, also listen wir mal die Vorteile und Nachteile auf. Der Ferdinand ist einfach ein rollender Bunker, ganz einfach. Weil aber der Jagdpanda hat eine bessere Gun drauf. Nö. Der ist schneller. Was bei mir auch oft so war, der ist bei mir ist am Turm viel leichter durchgekommen als der. Ich sag bei mir Ferdinand und Jagdpanther. Und Ferdinand ist bei mir fast die ganze Zeit abgeprallt. Der Jagdpanther 2 ist bei mir so gut wie immer durchgekommen. Ja gut, aber vielleicht hat er ja die schlechtere Gun drauf. Also wir können uns ja gleich mal die Statistiken anschauen. Ja. Und dann können wir noch vergleichen zwischen T-34. Welche hat noch eine gute Turmpanzerung? Ja, 100, oder? Ja, auch. So, warte. Machen wir erst zum Ferdinand und dem Jagdpanda. Dann gehen wir auf Erforschen, dann wählen wir die jeweilige Nation aus. Da wir jetzt Deutschland nehmen, gehen wir runter. Und dann hier oben, genau. Der Jagdpanzer und dann gehen wir erstmal auf den Jagdpanzer 2. Mach du den Ferdinand und ich mach den Jagdpanzer und vergleich mal einfach. Okay, warte. Hey, da gibt's sogar Rabatt drauf. Echt? Ja. 15%? Echt? Auf den Jagdpanzer 2 auf jeden Fall. Ich seh's nicht.
Also, als Anfangsgun. Bei Ferdinand auch. Also, Anfangsgun hast du 8,8, oder? Ja. Dann als zweite habe ich eine 10,5. Hab ich auch. Eine 12,8er. Hab ich auch. Okay. Dann schauen wir mal von der 8,8 die technischen Daten an. Feuergeschwindigkeit? Ja, von der ersten. 10 Schuss pro Minute. Gerundet oder wie? Ne, genau 10. Achso, ich habe 9,84. Mittlere Durchschlafskraft 203, 237, 44. Hab ich auch. Mittlerer Schaden 240, 240, 295. Ja. Streuung auf 100 Meter 0,32. Hab ich auch. Zielerfassung pro Sekunde 2,3. Ja. Gewicht 2562 Kilo. Ja. Okay. Aber die schießt ein bisschen schneller. Ja. Dann gehen wir auf die 10,5er. Feuergeschwindigkeit 7,5. 7,32. Mittlere Durchschlagskraft 200, 244, 60. Yep. Schaden 320, 320, 420. Yep. Streuung 0,34. Yep. Zielerfassung 1,7. Yep. Gewicht 3000. Yep. Gut, und jetzt die 12,8er. Feuergeschwindigkeit 5,13. 5. Durchschlagskraft 2. 246, 311, 65. Richtig. Schaden 94, 94, 630. Yep. Streuung 0, 35. Yep. Zielerfassung 2, 3. Yep. Gewicht 3480. Yep. So, also dann haben wir alle identischen Geschütze hier drauf. Was bloß, dass die vom Jagdpanda halt ein bisschen schneller schießen. Ja. Was man allgemein zum Ferdinand sagen kann. Der ist ein rollender Bunker, weil da prallen auch Zehner bei ihm ab. Wenn man die Schwachstellen nicht kennt. So, ich nehme mal an, Funkgerät ist auch das gleiche. Ein Dreier, ein Sechser und ein Neuner. Ja, ich habe einen Sechser und einen Neuner. Ja, das Standard Fug 5, dann Fug 7 und dann Fug 12. Bei mir ist Fug 7 und dann nur Fug 12. Ich habe aber sowieso schon beide erforscht. Motor ist Maybach, ein 7er und dann 8er. 7, 8, oh Mann, ich kann nicht zählen. 6, 7, 8. Und Ketten 7, 8. Ja, bei mir auch. Gut, dann gehen wir mal jetzt auf Jagdpanzer, bei dir Ferdinand technische Daten. Ja, warte. Ich bin gerade rausgeskippt, warte. So. Struktur 1150. 1200. Okay. Gesamt- und Höchstgewicht 51,73 und 53. 65,9 und 66,4. Motorleistung 650 PS. 600. Höchstgeschwindigkeit 55 km/h. Ja, das ist klar, dass deiner schneller ist, aber nur im Vorwärtsgang. Ich habe 30. Drehen, Wenden 34 Grad pro Sekunde. 18 Grad pro Sekunde. Bandpanzerung ist ein bisschen scheiße. 160, 40. Ja, 280, 80. Standardschaden 180 bis 300. Identisch. Standarddurchschlagskraft 152 bis 254. Identisch. Feuergeschwindigkeit 10 Schuss pro Minute. 9,84. Waffen, Richtgeschwindigkeit 26. Identisch. Sichtweite 360. 370. Funkreichweite 310. 415. Gut. So, und dann gibt's ja noch die, wo sagen, ob man sich jetzt Jagdpanzer N100 oder WT auf N100 erforschen soll. Aber an sich sind die Panzer relativ gut, beide. Jagdpanzer N100 ist halt so, der Stahlkoloss. Stahlkoloss, genau. Hat eine richtig geile Frontpanzerung, dreht sich aber relativ langsam. Sehr langsam. Und der Richt, also dieser Bereich, wo das Geschütz alles hinschießen kann, ist auch nicht besonders groß. Ja. Beim WT ist die Sache so, die Wanne ist die vom R100, das heißt richtig gut gepanzert. Der Turm
ist butterweich, der hat eine Panzerung von 20-10-8, da kommt er mit einem 1er durch. Aber er hat halt einen Turm. Und hat auch die beiden Guns vom EN-100, das heißt, man kann aussuchen zwischen Durchschlagskraft 267 und Schaden 560 oder zwischen Durchschlagskraft 235 und Schaden 750. Genau. Bei Werkpanzer EN-100 ist es halt nicht so, da hat man nur die eine Gun drauf. Genau, das ist 17 Zentimeter. Genau. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Der JPCD 100, der wurde down gepatcht, als die Briten als neue Nation gekommen sind. Denn bevor er die 17 Zentimeter hatte, hatte er 18,3 Zentimeter. Nicht schlecht. Ja. Und auf jeden Fall, was man auch noch sagen muss, Jagdpanzer EN-100 gibt einen Schuss ab. WTF EN-100 kann bei der Standardgun, das ist die mit höherer Durchschlagskraft, hat sie 5 Granaten im Magazin und bei der anderen hat sie 4. Und was man noch sagen muss, die Dauer fürs vollständige Laden bei der Standardgun, bei der 12-8er, ist 58. Bei Genau. der 15er sind es nur 50. Ja, weil der schießt ja nur einen Schuss. Na, das Achso, schießt nee, das ist vier. auch ein Magazin. Das sind alles Magazine. Der hat aber nur 4 Schuss. Ja, was ich noch Ist sagen dafür wollte. aber so gut wie jeden Jagdpanzer, wenn alle Schüsse durchkommen, Genau. One-Shot, ne? Weil der halt mit jedem Schuss mindestens 700 Schaden macht. Genau. Was ich auch noch sagen wollte, der WTF EN-100, der wurde auch down gepatcht. Was ich auch ziemlich schade finde, als die Briten nochmal dazu gekommen sind. Bei der 12-8er, der hat ja jetzt 5 Granaten drin und davor hatte er 6 Granaten drin. Ja, leicht schade, aber dafür ist halt die neue Jagdpanzerreihe bei den Briten eigentlich unnötig. Ja. Weil da kommt man so leicht durch. Ja. Der Turm hat Panzerung 14, 14, 14. Der ist in der Front noch schlechter als der WT. Die Gun ist auch nur ein Schuss, aber Dafür naja. hat er eine 18,3, gut. Was soll man sagen? Egal. Es ist, wie es ist. Ah ja, kann man nichts dran ändern. Jo, Was ich noch und sagen wollte, ist zum Beispiel beim sowjetischen Jagdpanzer, dem Objekt 263, das hat eine bessere Wandpanzerung als der JPCD 100. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. warte, ist das die. Ah ja, das ist. Ja, das ist der. Panzerung. Wo steht's? Da. 250, 80, 50. Ja. Aber was man bei dem sagen muss, der Schaden ist relativ im Vergleich zum Jagdpanzer EN-100 jämmerlich. Ja. Dafür schießt die Gun sehr schnell und lädt innerhalb von 10 Sekunden circa nach. Ja, weil der große Unterschied zwischen dem Jagd-PCD dort ist, dass der eine 17 cm Gun drauf hat und der sowjetische Objekt 263 hat eine 13 cm Gun drauf. Aber kommt doch meistens durch und bei dem durchzukommen ist doch schwer. Ja. Aber bei den Briten, die beiden FV-Jagdpanzer, die FV 215B 183 und die FV 4005, ja, kommt da trotzdem durch, macht da doch heftigen Schaden. Genau. Weshalb ich jetzt bei dem ersten Jagdpanzer noch die 183 gesagt habe, es gibt einen schweren Panzer, der heißt nur FV 215B und wenn man nur FV 215B sagt, kann es sein, dass man auch den schweren Panzer meint. Deswegen lieber noch die 183 dran gesagt. Genau. So, willst du noch irgendwas sagen? Nee, dir überlasse ich dann das Schlusswort. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir versuchen jeden Samstag, Sonntag ein neues Tier rauszukommen, also Ja. am Wochenende. Und das war's dann von uns. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.